Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir melden uns zurück aus dem Kraftraum, der jetzt die offiziell die TSG Olympic World ist. Wir haben es umbenannt. Und seitdem das der Fall ist, spüre ich hier schon einen ganz, ganz anderen Spirit. Legen wir los, oder? Wir legen jetzt los. Ich weiß nicht, ob man reicht. Wir legen jetzt los. Da ich heute früh schon schwimmen war, ist es jetzt 9:30. Ne, Quatsch, 10:30. 10:30. Oh, das ist viel zu hell. Und das Training für heute ist beendet. Morgen wird es ein bisschen mehr. Morgen geht's aufs Rad und 16 Kilometer laufen. Oh, mein Arm. Und das war's schon wieder mit der Ruhewoche. Und die ersten paar Trainingseinheiten sind auch schon wieder Geschichte. Die letzten paar Wochen habe ich mich beim Schwimmen wirklich madig gefühlt. Irgendwie nicht so richtig gut. Wir haben mit der Hanna noch mal eine Videoanalyse gemacht. Und da war es die letzten Tage schon ganz gut. Aber heute hatte ich echt eine gute Trainingseinheit im Wasser. Und zwar war die Aufgabe, zweimal viermal zur Runde zu schwimmen. Und ich sollte die ersten vier schon recht zügig schwimmen. So 2:47 bis 49 war der Plan. Das hat gut geklappt. Ich bin 46 geschwommen, dann 200 Meter locker. Dann sollte ich nochmal 5 Sekunden schneller laufen, wollte ich schon gesagt. 5 Sekunden schneller schwimmen. Und das war echt top. Das war dann in 41, 39, 40 und 38. Abgangszeit waren 3:15. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Gerade eben auf dem Rad, 3x, 7x, 30 Sekunden Gas, 15 Sekunden locker, was immer so zwischen, ich glaube 370, 390 Watt die harten und dann 140, 150 Watt die lockeren Sekunden und dann noch auffüllen auf 1,5 Stunden. Das war sehr gut. Es wird heute noch gelaufen, das Wetter ist ja wieder herrlich und dann ist der Dienstag schon erledigt. Gestern war für mich ein spannender Tag, denn ich habe ja vor ein paar Wochen zusammen mit Sebastian Reinwand den Auslaufen-Podcast gegründet, um ein bisschen was für unsere Laufliebe zu tun. Und ja, dort im Podcast haben wir jetzt die ersten drei, heute kommt die vierte Folge raus, die ersten vier Folgen immer ja, zu zweit gesprochen über verschiedenste Themen, also auch die auch in der Laufwelt so, ja, die man so diskutieren kann. Einmal haben wir uns ums Thema Crosslaufen unterhalten. Bisher ja, war es immer ganz spannend, aber gestern hatten wir das erste Mal einen Gast im Podcast, und zwar Sabrina Mockenhaupt haben sie besucht. Und ja, ich hatte sie vorher noch nie irgendwie persönlich kennengelernt. Von daher war es für mich ja, eine sehr nette, sehr lustige Erfahrung. Und ich glaube, der Podcast ist auch echt ziemlich gut geworden. Der kommt am 24.12. raus. Das heißt, wer am 25.12. Langeweile hat und dann eine Stunde im Auto sitzen muss, um zu den Verwandten zu fahren, der kann da dann gerne mal reinhören. Oder wer insgesamt noch nicht reingehört hat, der kann das natürlich gerne auch vorher schon tun. Die Folge bzw. den Link zum Podcast findet ihr in der Videobeschreibung. Heute war ich jetzt bisher schwimmen und Radfahren. Jetzt werde ich dann nachmittags nochmal eine Runde laufen gehen und dann war es das für heute, bin ich dann fertig. Und ja, gegessen habe ich jetzt noch nichts, das heißt, ich werde jetzt Mittag essen und dann das Wichtigste nach dem oder gleich, gleichermaßen mit dem Training machen, nämlich was für die Regeneration. Und in diesem Sinne gönne ich mir den Luxus eines Mittagsschlafs. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ende der Woche werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was drehen. Es kommt noch auf jeden Fall ein zweites Video vor Weihnachten. Ja, dann... Danke fürs Zuschauen und ich habe in den letzten Videos gemerkt, dass ich glaube, dass entweder die Zahlen nicht so ganz stimmen oder die Videos weniger ausgespielt werden. Das heißt, wer auf jeden Fall kein Video verpassen will, da freue ich mich über ein Abo. Und neben diesem Abo-Zeichen gibt es ja noch diese Notification Bell. Also wer kein Video verpassen möchte, der klickt da drauf und dann, ne, wisst ihr Bescheid. Tschüss.